Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund und seine Treue ewig hält und der das Werk seiner Hände nicht preisgibt. Amen. Guten Morgen und herzlich willkommen zum Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, dem letzten Sonntag des Kirchenjahres. Das Kirchenjahr hat ja eine etwas andere Zählung als das Kalenderjahr. Am kommenden Sonntag mit dem ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Der letzte Sonntag des Kirchenjahres, das ist traditionell der Ewigkeitssonntag, oft auch Totensonntag genannt. Viele von Ihnen sind eingeladen worden, weil Sie im letzten Jahr einen lieben Menschen verloren haben. Und in diesem Gottesdienst werden wir an diesen Menschen erinnern, der für Sie sehr wichtig war. Wir werden eine Kerze anzünden und wir werden auch für Sie als Angehörige beten. Das Thema dieses Gottesdienstes lautet mein Engel des Trostes. Ich habe vor einigen Jahren die Kreuzlinger Künstlerin Hildegard Kneubühler kennengelernt und sie hat drei Engelbilder gestaltet. Ich habe ein Bild davon mitgebracht, die wir uns nachher etwas näher anschauen werden. Und das Thema Trösten oder wie tröstet Gott uns und das Thema Engel ist dieser Künstlerin sehr nah. Lassen Sie uns nun miteinander beten. Mein Engel des Trostes, himmlischer Vater, das wünsche ich mir, einen Engel des Trostes, einer, der bei mir ist, wenn alles in mir dunkel ist, wenn der Schmerz zu groß wird, das wünsche ich mir, einen Engel des Trostes. Einer, der das richtige Wort zur richtigen Zeit sagt. Einer, der da ist, wenn ich ihn brauche. Das wünsche ich mir, einen Engel des Trostes. Einer, der da ist und ich durch ihn spüre, du hast mich nicht vergessen. Amen. Wir singen gemeinsam das erste Lied. Gott ist gegenwärtig, die Nummer 162, die Strophen 1, 3 und 5. Thank you.
an die Menschen denken, die wir verloren haben, an die Person, die wichtig gewesen ist in unserem Leben und die jetzt fehlt. Das werden wir nun tun. Wir tun es so, dass ich die Namen der Verstorbenen des letzten Kirchenjahres vorlese und Stefan Hurba, unser Mesmer, wird jeweils für eine Person eine dieser Kerzen dort an der Osterkerze anzünden. Wir haben das sonst in den letzten Jahren so gemacht, dass immer eine Person aus der Familie nach vorne kommen konnte, um diese Kerze anzuzünden und dass dann die Gottesdienstbesucher sozusagen alle nach vorne gekommen sind. Wir haben im letzten Jahr wegen den Abständen, wegen Corona darauf verzichtet und in der aktuellen Situation ist es leider immer noch so, also sozusagen Stefan Hurba wird die Kerzen stellvertretend für Sie als Angehörige entzünden. Es sind genügend Kerzen da, dass jede Familie eine Kerze mitnehmen kann nach dem Gottesdienst. Dafür sind die Kerzen da und dann ist es vielleicht eine kleine Erinnerung, eine Kerze des Gedenkens, die Sie zu Hause bei sich aufstellen können. Julia Levanova wird während dieser Zeit, diese Zeit des Gedenkens, musikalisch am Klavier untermalen. Verstorben und kirchlich bestattet wurde am 21.12.2020 Margrit Eberhard Schöchli. Am 18.12.2020 Eugen Schildknecht. Am 11. Januar 2021 Ernst Eberhard. Am 12. Januar 2021 Heinz Imhoff. Am 13. Januar 2021 Arthur Früh. Am 14. Januar 2021 Heidi Forrer-Felix. Am 22. Januar 2021 Doris Müller-Schildknecht. Am 25. Januar 2021 Karl Knöpfli. Am 27. Februar 2021 Sonja Dörig-Gerber. Am 5. April 2021 Carolina Erath-Wolf. Am 15. Mai 2021 Werner Emil Kogler. Am 5. Juli 2021 Robert Rüdlinger. Und für alle, die heute hier sind und um einen Menschen trauern, der nicht hier aus unserer Kirchgemeinde stammt und nicht hier beerdigt wurde, oder die um eine Sache trauern in ihrem Leben, entzünden wir jetzt noch eine zusätzliche Kerze.
Über unserem Gedenken an die Verstorbenen steht die Verheißung von Jesus. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nie mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir beten miteinander. Lebendiger Gott, erbarm dich über uns und unsere Verstorbenen. Du allein weißt, wie schwer die Trauer und der Abschied ist. Du allein weißt, was wir vermissen und wie schwer es ist, dankbar zu sein für das, was gewesen ist, wenn der Verlust noch so stark ist. Du weißt, wo Worte ungesagt geblieben sind, wo wir Dinge nicht mehr klären konnten. Du weißt auch, wo wir schuldig aneinander geworden sind. Wir bitten dich, hilf uns auf dem Weg durch die Trauer hindurch ins Licht. Wir bitten dich, gib uns Frieden. Du allein hast die Macht, über den Tod hinaus Vergebung und Versöhnung zu bewirken. Nimm unsere Schwachheit, aber auch unseren guten Willen an. Gib uns und auch den Menschen, die von uns gegangen sind, deinen Frieden. Amen. Wir singen nun ein nächstes gemeinsames Lied. Es ist ein kurzer Chorus aus der Ökumenischen Gemeinschaft von Tessé, die Nummer 705. Im Dunkel unserer Nacht entzünde das Feuer, das nie mehr verlischt. Wir singen diesen Chorus, weil er kurz ist, viermal hintereinander. Wir hören nun auf eine biblische Geschichte, in der ein tröstender und helfender Engel eine wichtige Rolle spielt. Es ist die Geschichte von Hagar,
der ägyptischen Magd Abrahams. Rita Meili wird sie nun für uns lesen. Ich lese Ihnen aus dem 1. Mose 21, Vers 9 bis 21. Eines Tages sah Sarah den Sohn der Ägypterin Hagar spielen, das Kind, das diese Abraham geboren hatte. Da sagte sie zu ihrem Mann: Jag diese Sklavin und ihren Sohn fort. Der Sohn der Sklavin darf nicht mit meinem Sohn Isaac zusammen erben. Abraham missfiel das sehr, denn auch Ismael war ja sein Sohn. Aber Gott sagte zu Abraham: Gräme dich nicht wegen des Jungen und deiner Sklavin. Tu, was Sarah von dir verlangt, denn die Nachkommen Isaaks sollen als seine rechtmäßigen Nachkommen gelten. Aber auch den Sohn der Sklavin werde ich zu einem Volk machen, weil er von dir abstammt. Am nächsten Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, legte beides Hagar auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Hagar ging weg und irrte ziellos in der Wüste bei Beersheba umher. Als das Wasser im Schlauch aufgebraucht war, warf sie das Kind unter einen Strauch und setzte sich etwa einen Bogenschuss davon entfernt auf die Erde. Denn sie sagte: Ich kann nicht mit ansehen, wie der Junge stirbt. So saß sie in einiger Entfernung und weinte laut. Aber Gott hörte das Kind schreien. Da rief der Engel Gottes vom Himmel aus Hagar zu: Warum bist du verzweifelt, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Kindes gehört. Steh auf und nimm den Jungen bei der Hand, denn ich werde seine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Gott öffnete Hagar die Augen. Da sah sie einen Brunnen. Sie ging hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Kind zu trinken. Auch weiterhin half Gott dem Jungen. Er wuchs heran und wurde ein Bogenschütze. Er lebte in der Wüste Paran und seine Mutter gab ihm eine Ägypterin zur Frau. Mein Engel des Trostes. So lautet das Thema des Gottesdienstes. Ich habe es eben am Anfang gesagt. Und Engel begleiten uns durch ihn. In der Geschichte, die wir eben gehört haben, kommt ein Engel vor. Und in den drei Bildern, die die Kreuzlinger Künstlerin Hildegard Kneubühler gestaltet hat, begegnen uns drei Engel. Engel sind in der Bibel Boten Gottes. Sie zeigen Gottes helfende, schützende Nähe. Und in der Bibel kommen sie an wichtigen Wegstationen vor. Oft dann, wenn Menschen nicht mehr weiter wissen, wenn Menschen das Gefühl haben, jetzt ist mein Weg zu Ende, ich bin völlig ratlos. Mit den Engeln verbinden wir Menschen die Sehnsucht nach einer anderen Welt der Geborgenheit. Die Sehnsucht nach Hilfe, die Sehnsucht nach Heilung, dass wieder etwas heil wird in unserem Leben, in unserer Seele. Diese drei Engel von Hildegard Kneubühler sind auf Holz gestaltet.
Genau gesagt hat sie sie auf gebrauchten Paletten, Holzpaletten gestaltet, sehr bewusst. Sie hat diese drei Engel Hüterinnen des Lebens genannt. Und sie hat alte Holzpaletten dafür genommen, weil sie gesagt hat, das soll etwas sagen darüber aus, dass die Engel mit dem ganz normalen Leben zu tun haben, das uns auch manchmal gebraucht vorkommt und alt und schäbig. Also nicht alles immer wunderbar, schön und toll. Und die Farben und die Symbole, die sie bei diesen drei Engeln benutzt hat, die stehen für die Verbundenheit mit der Schöpfung. Beim ersten Bild auf der linken Seite sehen wir Flammen, unten an den Füßen des Engels. Das Feuer steht für all das, was brennt. Feuer kann wärmen, Hoffnung geben, faszinierend sein. Jeder, der ein Cheminée zu Hause hat oder einen Holzofen, der kennt das. Oder man erinnert sich vielleicht an Situationen, an denen man am Lagerfeuer gesessen hat. Feuer kann aber auch zerstören, in der Natur wie im Menschen selbst. Wir haben das im letzten Jahr in den Nachrichten gesehen von verschiedenen Gegenden der Welt, in denen es große Waldbrände gab. Aber auch im Menschen selbst kann Feuer etwas anrichten. Wir reden vom Feuer der Liebe, das Menschen zu Großem befähigt, sei es in der partnerschaftlichen Liebe oder auch in der Nächstenliebe. Es gibt aber auch das Feuer des Hasses, das in Menschen brennt, das zerstört und kaputt macht und im wahrsten Sinne des Wortes verbrannte Erde hinterlässt. Der Engel ganz rechts ist in Blau gehalten, die Farbe des Wassers oder genau gesagt, die Farbe, wenn blauer Himmel sich im Wasser spiegelt. Wasser steht für Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Wasser befruchtet, erfrischt, reinigt und zugleich kann Wasser auch zerstörerisch sein. Denken wir nur an die Bilder der Sturmflut, von Sturmfluten oder von den Überschwemmungen im letzten Jahr in Deutschland. Aus Wasser sind auch unsere Tränen, die wir weinen. Tränen der Trauer, des Schmerzes, der Enttäuschung. Und zugleich haben Tränen auch reinigende und tröstende Wirkung. Es ist schlimm, wenn ein Mensch gar nicht weinen kann, wenn da etwas in der Seele so blockiert ist, dass das gar nicht möglich ist. Und wenn Sie weinen können, dann kennen Sie vielleicht die Situation, dass man manchmal so brüllen muss. Aber hinterher wird es etwas besser. Es geht hinein bis in unsere Physiologie, unseren Körper, dass Tränen eine reinigende, heilende Wirkung haben. Bei dem Engel auf der rechten Seite sind oben auch Tränen zu sehen. Oberhalb des Kopfes des Engels, Sie sehen es, weiß und blau. Sie weisen darauf hin, dass Gott unsere Schmerzen teilt. Die Schmerzen über das, was wir erleben müssen, die Schmerzen über eine Welt, die ihn ablehnt. Der Engel in der Mitte trägt einen Vogel in Händen. Man erkennt es nicht so gut, aber es ist eine Taube. Die Taube kennen wir als Symbol des Friedens, als Friedenstaube. Aber noch viel älter ist die Taube als Symbol des Heiligen Geistes. Der Geist Gottes, der die ganze Schöpfung belebt und der zugleich in unserem Herz wohnt, uns Mut macht, uns hilft, uns ja, gewiss macht, versichert, dass Gott bei uns ist und uns hört.
Diese drei Engel von Hildegard Kneubühler weisen auf die Gegenwart und den Schutz Gottes in unserem ganz normalen und alltäglichen Leben hin. Das bedeutet es, Engel Gottes, ein Hinweis auf Gottes Hilfe, seinen Schutz, gerade dort, gerade in den Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Und damit sind wir bei der Geschichte angelangt, die wir eben gehört haben. Die Geschichte der ägyptischen Sklavin Hagar, ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht, wie sich das ein Künstler aus dem 19. Jahrhundert vorgestellt hat. Hagar war eine Sklavin, eine junge Frau, die in ihrer Situation vom Leben nicht viel zu erwarten hatte. Denn so war die Gesellschaft und das Denken der Leute damals. Es war völlig normal, dass etwas reichere Familien Sklaven hatten. So wie heute sich reichere Leute Hausbedienstete leisten oder eine Putzfrau oder Kindermädchen oder sogar noch Diener. Mit dem Unterschied, dass das heute oft Angestellte sind, die entlöhnt werden. Wobei, es gibt auch heute in manchen Ländern noch sklavenähnliche Verhältnisse und tatsächlich auch Haussklaven. Also Hagar war eine Sklavin. Dazu noch eine Ausländerin, eine Ägypterin und das galt sowieso nicht allzu viel. Und dann passierte etwas. Abraham, ihrem Herrn, war von drei Engeln angekündigt worden, dass seine Frau Sarah einen Sohn bekommen würde. Das war außergewöhnlich gewesen. Zum einen spazieren nicht jeden Tag Engel vorbei und überbringen Botschaften, auch in der Bibel nicht. Zum anderen waren Abraham und seine Frau schon ein älteres, kinderloses Ehepaar. Und eigentlich war Sarah schon über die Zeit hinweg, in der sie noch ein Kind hätte empfangen können. Wie soll das noch einmal sein können? Diese Frage stellte sich Sarah selbst. Und es wird schön in der Bibel geschildert, diese Szene, als die drei Engel das dem Abraham sagen, dass die Sarah, die im Zelt nebendran im Küchenbereich arbeitet, das mitbekommt und anfängt zu lachen, weil sie das lächerlich findet. Wie soll sie in ihrem Alter noch einmal schwanger werden? Aber dieses Versprechen hat in Sarah gearbeitet. Und dann blieb diese Schwangerschaft aus. Und irgendwann wollte Sarah selbst nachhelfen. Sie sagte zu Abraham: Nimm unsere junge ägyptische Sklavin Hagar, schlaf mit ihr und wenn sie schwanger wird und einen Sohn zur Welt bringt, dann soll er als unser Kind gelten. In unseren Augen und Ohren eine völlig schräge Geschichte. Doch in der damaligen alten patriarchischen Welt von vor ungefähr 3000 Jahren oder noch älter war das eine übliche Möglichkeit, für ein paar Kinder zu bekommen, wenn sie keine eigenen bekamen. Der Patriarch, der Familienvater, zeugte mit einer seiner Sklavinnen ein Kind und es galt als legitimes Kind auch der Ehefrau und des Ehemannes. Sozusagen eine Art Leihmutter. Nur noch nicht mit den heute bekannten Möglichkeiten. Sarah hat also diese Idee. Es war Sarahs eigenmächtige Idee, weil sie schlicht nicht glauben konnte, was diese drei Engel erzählt hatten. Und ganz ehrlich, wer mit gesundem Menschenverstand diese Geschichte hört, der kann das auch nicht so einfach glauben. Also sagte sie sich, gut, okay, es gibt diese Verheißung, vielleicht ist das ja ein Wink Gottes, es auf diese Weise zu machen. Und so passierte es, wie Sarah es vorgeschlagen hatte. Und Hagar wurde tatsächlich schwanger und bekam einen Sohn.
Und jetzt versetzen Sie sich einen Moment in Ihre Lage. Eine junge ausländische Frau, rechtlos, als Sklavin. Sie hat in dieser ganzen Geschichte nichts mitzuentscheiden. Mit einem Mann zu schlafen, der ihr Besitzer ist, ihr Herr ist, der vielleicht auch sehr viel älter ist als sie. Keine Chance. Was für eine Demütigung für einen Menschen. Aber dann dieses Kind, diesen Jungen, den hat sie geliebt. Wenigstens etwas, das ihr Leben hell und sinnvoll macht. Ein Säugling, ein Kind, ein Junge, der heranwächst, dem sie ihre ganze Liebe schenken kann. Ja, und ein kleines bisschen stolz wurde Hagar natürlich auch, denn sie hatte Abraham einen Sohn geschenkt und nicht Sarah. Und im damaligen Denken, in der damaligen Welt, war eine Frau, die einem Mann Kinder schenken konnte, hoch angesehen. Aber wer keine Kinder bekommen konnte, der wurde schief angesehen, der wurde verachtet. Also jetzt war in ihr wenigstens dieser kleine Gedanke, an dem sich ihr Selbstwertgefühl festhalten konnte, bei der Hagar, wenigstens habe ich meinem Herrn ein Kind geschenkt. Zu dieser Sache bin ich wenigstens nützlich gewesen, da bin ich wenigstens etwas wertvoll. Wenigstens an diesem Punkt konnte sie sich festhalten und sie konnte sich ein bisschen besser fühlen als ihre Herrin. Was hatte sie sonst schon? Doch dann trat das angekündigte Wunder ein. Auch Sarah wurde schwanger und brachte einen Sohn zur Welt, Isaak. Und mit diesem Wunschkind von Sarah und Abraham fing das Elend der Hagar an. Denn jetzt waren natürlich sie und ihr Sohn Ismael im Weg. Sie ahnte das und sie spürte es zunehmend in den Blicken und den schnippischen Bemerkungen ihrer Herrin. Und dann kam der Tag, an dem sie und Ismael fortgejagt wurden. Nur das Nötigste erhielten sie. Abraham wollte das eigentlich nicht, so steht's im Text, weil er Ismael auch liebte, aber Sarah setzte sich durch. Und dann wurden sie weggejagt, ab in die Wüste. Nur ein Wasserschlauch, also eine Tierhaut, aus Tierhäuten genäht, ein Wasserschlauch, das war damals das übliche Behältnis für Wasser, und dann weg. Diese Geschichte spielt in der Wüste Beersheba. Ich bin vor über 20 Jahren in Israel gewesen. Eine Steinwüste, glühend heiß am Tag, das ganze Jahr über, egal zu welcher Jahreszeit Sie da sind, oder eiskalt in der Nacht. Wer sich dort verirrt, in der Wüste Beersheba, und nicht genügend Wasser hat, der ist verloren. Das hält man vielleicht einen Tag aus, maximal zwei, und dann ist es zu Ende. Hagar so wegzuschicken, ist unmenschlich. Erschreckend, was manchmal in menschlichen Herzen vor sich geht. Und was ist jetzt mit Gott, seinem Schutz und seiner Hilfe? Er hat Abraham ja einen leiblichen Sohn angekündigt. Gut, der ist jetzt gekommen. Aber wo ist Gott jetzt für Hagar? Muss Hagar das jetzt büßen, dass Sarah so ungeduldig war? Der Hass in Sarahs Herzen hat zu einer unmöglichen Situation für Hagar geführt. Aber Abraham hat von Gott noch ein Versprechen bekommen, als er Hagar und Ismael weggeschickt hat. Gott hat ihm gesagt, Hagar und Ismael werden nicht sterben. Aber wo ist denn die Gerechtigkeit in dieser Geschichte? Nun, Gott weiß wohl um die Abgründe in unserem Herzen. Er hat gesehen, dass diese Konstellation niemals gut gehen würde. Er hat gesehen, dass die
Missgunst zwischen Sarah und Hagar immer stärker wird. Eine Missgunst, die diese ganze Familienstruktur vergiften würde. Darum lässt Gott das zu, dass Hagar fortgeschickt wird. Aber sie fällt nicht aus seinem Schutz und seiner Hilfe heraus. Für Hagar ist es allerdings schlimm. Sie weiß ja nichts davon, dass Gott sie durchaus sieht. Sie erlebt es nur, dass sie verstoßen wird, abgelehnt wird, in die Wüste geschickt wird, wo es kaum Hoffnung gibt und wo sie befürchtet, dass für sie und ihren Sohn der Tod wartet. Ich weiß nicht, ob Sie es erlebt haben, dass Sie schon mal fortgeschickt werden, abgelehnt werden, weggeschickt werden. Das gehört zu den ganz schlimmen Erfahrungen im Leben. Doch dann greift Gott in dieser Geschichte zum zweiten Mal ein mit einem rettenden, tröstenden und schützenden Engel. Es ist wahrhaft, dich ein Engel des Trostes, der Hagar hier erscheint. Und dieser Engel hilft in zweierlei Weise. Zunächst zeigte er ganz praktisch den Weg zum nächsten Brunnen. Da geht es ums Überleben, ums Lebensnotwendige. Ein Engel, der mir zeigt, wie ich die nächsten Stunden, die nächsten Tage, die nächsten Wochen überlebe. Damit schließt sich der Bogen zu den Engelbildern von Hildegard Kneubühler. Tränen und Wasser. Die Hagar hat bittere Tränen geweint. Und dann bekommt sie diesen Brunnen gezeigt. Die zweite Weise, in der der Engel hilft, sind tröstende Worte, die Hoffnung vermitteln. Aber es sind nicht nur Worte. Der Engel verspricht, dass Ismael und Hagar eine Zukunft haben werden. Das Verstoßensein, der Tod in der Wüste oder im besten Fall das Leben in einer völlig elenden Existenz am Rande der Gesellschaft, das wird nicht das Schicksal von Ismael sein. Gott verspricht, er wird leben und seine Nachkommen werden zu einem großen Volk werden. Dieses Versprechen, das ist für die Menschen damals so wichtig, das ist ja eine nomadische Kultur. Und was Zukunft garantiert für die Menschen dort, sind Kinder, sind Nachkommen. Das ist ihre Hoffnung gewesen. Wir haben heute vielleicht andere Träume und es ist für uns vielleicht eher eine Horrorvorstellung, sehr viele Kinder zu haben. Aber damals für die Menschen, das war Segen. Viele Kinder, weil viele Kinder bedeuten auch, die arbeiten mit, die helfen, ein gutes Leben zu führen, die bringen einen gewissen Reichtum, die kümmern sich um mich, wenn ich alt bin. Die sind die Freude meines Lebens. Und die Verheißung aus dir, aus deinen Nachkommen, wird ein großes Volk. Diese Verheißung hat auch Abraham bekommen. Und die bekommt jetzt auch der Ismael. Also er ist nicht nur so das abgeschobene Kind, das abgeschobene uneheliche Kind, was man möglichst wegdrücken möchte. Nein, Gott sieht ihn. Wahrhaft ein Engel des Trostes, den Hagar erlebt. Ein Engel, der ganz handfest hilft und der auch die richtigen Worte zum richtigen Zeitpunkt sagt. Trost brauchte Hagar natürlich, weil sie diesen Verlust erlitten hat. Ihr Leben war schon schwer genug und jetzt wird sie fortgeschickt. Und auch um das Leben ihres Sohnes muss sie fürchten. Es wird auf dem Bild schön gezeigt, sie hat Angst, dass das Kind stirbt. Wir kennen auch die Erfahrung des Verlustes. Viele von Ihnen war jemand, den Sie sehr geliebt haben, gestorben ist. Manche, weil Freundschaften zerbrochen sind. Und manchmal auch, wenn uns irgendein Mensch aus unserem Umfeld durch sein Verhalten oder seine Worte tief verletzt hat. Trost, das hat im Deutschen den gleichen Wortstamm wie treu. Es hängt tatsächlich zusammen von der Sprache, von der Entstehung des Wortes her. Trost, das hat etwas mit Festigkeit zu tun, mit dranbleiben und dabei bleiben. Man kann auch sagen,
Wirklicher Trost hilft uns, wieder festen Boden unter die Füße zu bekommen. In der griechischen Sprache, in der das Neue Testament geschrieben ist, steht bei Trösten das Wort Parakalein. Und das bedeutet, gut zureden, mit Worten Mut machen, ermuntern. Trösten im Neuen Testament, das heißt, jemand sagt mir Worte, die gut tun. Worte, die Balsam sind für meine Seele. Worte, die in der Sinnlosigkeit wieder einen Sinn stiften. Einen neuen Horizont eröffnen und unseren Füßen einen festen Stand geben. Das bedeutet Trösten. Wissen Sie, vielleicht fragen Sie sich, wo ist denn in meiner Geschichte Gott? Wenn ich das letzte Jahr anschaue, dann habe ich das Gefühl, der ist gar nicht da. Alles eine Illusion. Vielleicht fragen Sie sich auch, warum muss ich das erleben? Warum ist es so gekommen? Und Sie finden keine Antworten. Oder alle Antworten, die einem einfallen könnten, helfen nicht wirklich. Eine Situation wie bei Hagar. Vielleicht haben Sie aber auch in Ihrer Situation schon Gottes Hilfe und Schutz erfahren. Manchmal geschieht das durch seine Engel. Viel öfter geschieht es durch Menschen, die für uns zu Engeln werden, die Gott uns ins Leben stellt, sendet und die für uns zum Engel des Trostes werden. Ich wünsche dir und mir einen tröstenden Engel, einen, der uns wieder Standfestigkeit verleiht, wenn wir das Gefühl haben, der Boden unter unseren Füßen öffnet sich. Einen, der dir gut zuredet, der die richtigen Worte findet, wenn du vor Schmerz sprachlos bist. Ich wünsche dir einen Engel des Trostes, dessen Anwesenheit du spürst, damit du dich getrost deiner Trauer stellen kannst und sie nicht überspringen musst. Wenn der Engel des Trostes dich und mich begleitet, dann muss die Trauer nicht nur lähmen, sondern dann kann ich hindurchgehen, dann kann ich sie durchleben und bewältigen und am Ende wieder das Geheimnis des Lebens spüren. Das Geheimnis, auf das die Engel hinweisen, das Geheimnis, das in Jesus Christus, der Trost der ganzen Welt, zu uns gekommen ist. Das ist ein Text aus der Bibel, der immer zu Weihnachten gelesen wird. Wir kommen jetzt ja wieder in diese Zeit, in der wir auf Weihnachten zuleben. Der Trost der ganzen Welt, der zu uns gekommen ist. Ich wünsche mir, ich wünsche Ihnen einen tröstenden Engel. Jetzt in dieser Zeit und für immer. Amen.
Wir beten miteinander und zwischen den einzelnen Gebetsteilen singen wir das kurze Lied Meine Hoffnung und meine Freude. Es ist nicht angegeben, es ist die Nummer 704 im Gesangbuch. Ich bitte Sie, zum Gebet aufzustehen, insofern Sie das können. Himmlischer Vater, wir bitten dich um einen Engel des Trostes für uns, für mich. Du kennst unsere Gefühle und Gedanken, die Trauer, die Wut und die Ohnmacht und die Überforderung. Schick uns einen Engel des Trostes. Wir singen gemeinsam meine Hoffnung und meine Freude. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte ich nicht, auf dich vertraue ich und fürchte ich nicht. Himmlischer Vater, wir beten für alle, die trauern. Wir beten für die Menschen, die krank sind. Wir beten für die Zerstrittenen. Wir beten für die Einsamen. Schick deine Engel des Trostes. Wir singen gemeinsam. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Himmlischer Vater, du kennst unser Herz. In einem Moment der Stille schütten wir es vor dir aus und bringen dir, was uns bewegt. Und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Gemeinsam beten wir das Gebet, das uns mit allen Christen auf der ganzen Welt verbindet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen gemeinsam das Lied 652. In dir ist Freude, in allem Leide, die Strophen 1 und 2. Thank you.
gibt noch einige Dinge anzusagen. Ich lade ein zum Seniorennachmittag am Donnerstag, den 25. November. Herzliche Einladung dazu. Sie können sich bei Marianne Gamper noch bis morgen anmelden. Normalerweise sagen wir immer, es ist bis Freitag, aber es ist auch bis morgen noch möglich. Also diejenigen, die noch Interesse haben, wir haben Cornelius Rüttgers da, ein Schauspieler, der aus, ich glaube, Diessenhofen kommt und der uns ja ein Stück von Tolstoi vorspielen wird. Ich habe ihn schon mal erlebt, es ist überaus eindrücklich. Es gilt natürlich für den Seniorennachmittag Zertifikatspflicht. Und trauen Sie sich ruhig, also es hat bisher in Eschlikon immer stattgefunden, Münchwilen war zweimal nicht, weil wir zu wenig Anmeldungen hatten, das sind einige dann nach Eschlikon gegangen, also es geht und es ist gut möglich. Dann lade ich ein zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 28. November, den ersten Advent, hier in Münchwilen um 8:45 mit Pfarrer David Lerch und um 10 Uhr in Eschlikon auch mit David Lerch und dort noch mit einer Taufe. Am vergangenen Sonntag haben wir für die christliche Ostmission gesammelt. Das kennen Sie durch die Päckli-Aktion und die brauchen natürlich für den Transport nach Osteuropa und verschiedene andere Dinge immer Geld. Das sind in Münchwilen 229 Franken in der Kollekte zusammengekommen und in Eschlikon 114 Franken. Die heutige Kollekte ist bestimmt für den Hospizdienst Thurgau. Den Hospizdienst Thurgau gibt es jetzt schon eine Reihe von Jahren und das sind freiwillige Mitarbeiter, die speziell ausgebildet sind, Menschen auf dem letzten Lebensweg zu begleiten. Menschen und auch ihre Angehörigen in der letzten Phase des Lebens zu begleiten. Ich denke, viele von Ihnen kennen die Hospize, in die Menschen gehen in der letzten Phase ihres Lebens, aber der Hospizdienst ist eine Möglichkeit, ja, dass da Mitarbeiter nach Hause kommen, begleiten, da sind, Hilfe anbieten. Eine ganz, ganz gute Einrichtung. Die Menschen, die dort mitarbeiten, machen das freiwillig, aber die müssen geschult werden, die haben trotzdem gewisse Auslagen. Das ist natürlich, ich glaube, sie kriegen, also werden nicht als Lohn, aber wenn sie zum Beispiel mit dem Auto öfters wohin fahren müssen, dann kriegen sie das Kilometergeld erstattet oder wenn sie andere Auslagen haben. Und natürlich müssen auch immer wieder neue Freiwillige ausgebildet werden, geschult werden. Und das kostet alles ein bisschen Geld. Für solche Dinge ist die Kollekte bestimmt. Vielen Dank für Ihre Gaben. Die Predigt von heute liegt am Ausgang auf, auch mit dem Bild oder mit den beiden Bildern abgedruckt. Wer es nochmal nachlesen will, der kann sich da ein Exemplar mitnehmen. Dann haben wir heute Chele-Kaffee. In zwei Varianten. Für alle, die ein Zertifikat haben, findet der Chele-Kaffee im Kirchenzentrum statt, diesmal im Foyer, weil es drüber im Saal einen Livestream gab. Wir wussten nicht, wie viele Personen kommen, weil wir hier in der Kirche ohne Zertifikat nur 50 Personen unterbringen dürfen, ist es gestreamt worden. Deswegen, für alle, die ein Zertifikat haben, haben Elisabeth Kappeler und Miriam Könzler, die heute das Chele-Kaffee-Team sind, schön was aufgebaut. Die können vorne im Foyer absitzen, Kaffee und Zopf genießen oder auch Tee oder was sie trinken möchten. Für diejenigen, die kein Zertifikat haben, haben wir draußen auch vorne vor dem Kirchenzentrum zwei Stehtische aufgebaut und da kann man dort noch einen Moment zusammen sein und etwas trinken oder essen. Also wir bitten an der Stelle um Verständnis. Wir sind es verpflichtet, mit dem Zertifikat zu machen. Für die Überprüfung des Zertifikats habe ich eine Bitte. Diejenigen, die jetzt hinten im Kirchenzentrum im Saal sind, ist niemand da? Gut, okay, dann hat sich das Thema erledigt. Also bevor Sie gleich ins Kirchenzentrum gehen, ich werde gleich da vorne stehen mit meinem Handy, mit einer schönen App, wo man überprüfen kann, ob das Zertifikat stimmt. Einfach bei mir kurz vorbeikommen, dann kann ich es einlesen und dann dürfen Sie ins Kirchenzentrum gehen. Ich habe bloß die eine Bitte für diejenigen, die ins Kirchenzentrum wollen. Warten Sie bitte so lange, bis ich alle Gottesdienstbesucher hier vorne verabschiedet habe. Ich werde dann vorne gleich am Eingang vom Kirchenzentrum stehen. Wenn jemand auf Toilette möchte, dann darf er das natürlich auch ohne Zertifikat. Also das Zertifikat gilt dann nur für den Foyer, für den Innenbereich, wenn man zum Chele-Kaffee möchte.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wir singen jetzt das Segenslied Bewahre uns Gott, behüte uns Gott. Nummer 346, alle vier Strophen. Ich bitte Sie, zum Segen aufzustehen. Wir gehen in diesen Tag unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und gibt dir seinen Frieden. Amen. Denken Sie einfach dran, für jede Familie können Sie eine von diesen Kerzen noch mitnehmen. Wir nehmen noch einmal Platz zum letzten Musikstück. Musik.